und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, dass ich die letzten zwei Tage einen Ausflug hatte und ich wollte euch davon berichten. Also los geht's. Kurz bevor der Bericht anfängt, wollte ich euch noch sagen, dass die Reise diesmal nach Holland ging und es ein Zweitage-Ausflug war. Dann kann es ja losgehen. Zuallererst bin ich aufgestanden, habe mich umgezogen und Frühstück gemacht. Dann ging es sofort los. Wir sind ungefähr 3 Stunden nach Giethoorn, das in Holland liegt, gefahren. Zwischendurch haben wir natürlich eine Pause gemacht. In der Pause sind wir auf die Toilette gegangen, etwas getrunken, uns bewegt, etwas gegessen und schließlich sind wir wieder losgefahren. In Giethoorn sind wir die Stadt erkunden gegangen und haben die vielen Seen betrachtet. Es gab auch viele Flüsse und Brücken. Dann haben wir erstmal Mittag gegessen. Ich hatte zum Trinken einen heißen Kakao und nach dem Mittagessen ging es weiter. Hier sind ein paar Sachen, was wir zum Mittagessen getrunken und gegessen haben. Außerdem sind wir auch Boot fahren gegangen und ich war der Captain. Das hat ja mal Spaß gemacht. Aber ich musste erstmal lernen, wie man das Boot fährt, denn es war das erste Mal in 10 Jahren, weil ich jetzt 10 Jahre alt bin und das war das erste Mal, dass ich Boot gefahren bin, also dass ich der Captain war. Hier sind noch mal ein paar Szenen und Bilder zum Anschauen mit ein bisschen Musik dahinter. Ausgeruht und sind Abendessen gegangen. Das einzige Problem beim Abendessen war, dass das Essen so lange gedauert hat. Ich dachte, dass die uns vergessen hätten, aber endlich nach 30 bis 40 Minuten kam das Essen. Zum Glück hat es noch gut geschmeckt. Auf jeden Fall sind wir dann spazieren gegangen, ungefähr 30 Minuten, und sind wieder zum Hotel zurückgegangen. Dort haben wir noch gespielt, geredet, Zähne geputzt und zuletzt sind wir schlafen gegangen. Am nächsten Tag sind wir erstmal aufgestanden und haben im Hotel gefrühstückt. Dann haben wir Zähne geputzt und unsere heutige Reise hat gestartet. Het Leo hieß der Palast, wo wir hingefahren sind. Leider war er zu, aber der Garten war offen. Dort sind wir auf ein Dach eines Hauses gestiegen und hatten eine sehr schöne Aussicht. So, jetzt gehen wir die Treppe nach oben und auf das Dach. Hier sind ein paar Szenen von dem Aufstieg auf das Dach und von der schönen Aussicht. Wow, hier oben haben wir eine sehr schöne Aussicht. Es geht wieder nach unten. Ich habe gerade richtig Angst, dass das hier zusammenbricht, ne? Weil hier die ganze Zeit so ein Brrrr ist. Das hört ihr bestimmt hier gerade. Und es ist so hoch hier gerade. Wahrscheinlich seht ihr das nicht auf der Kamera, aber es ist sehr hoch. Ich glaube, das sind 50 Meter oder so. Wir sind wieder fast unten. Guckt hier, nicht mehr weit. Wir sind unten angekommen, endlich. Dass wir dem Essen geben. Aber ich habe kein Essen dabei. Das war das Eingangstor und hier ist noch so ein V, den ich gesichtet bekommen habe. Zwischendurch haben wir Käse auf dem Markt gekauft und diese Gurken, die wir da gefunden haben, waren sehr interessant, weil die so gerollt waren. Nachdem gingen wir Mittagessen bei einem All-You-Can-Eat-Restaurant und sind zu dem Nationalpark dort gefahren, wo wir das Museum, das leider schon geschlossen war, besuchen wollten. Naja, das war nicht so toll, aber wir sind zu einem Supermarkt gefahren. Der war nicht der beste, aber
Es gab Lebensmittel und ich habe noch eine Karte für den Muttertag morgen gefunden. Also morgen war von gestern aus heute. Als letztes sind wir nach Hause gefahren, haben uns ausgeruht, einen Film geguckt und sind schließlich schlafen gegangen. So Leute, das war's ja auch schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mal mit einem Daumen hoch und abonniert bitte meinen Kanal. Wart ihr auch schon mal in Holland oder hattet ihr auch schon mal einen Kursausflug? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen. Noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.